Was mir auffällt, Sie zeichnen immer wieder ein sehr düsteres Bild von unserer Erde und auch ein sehr düsteres Bild von der Zukunft. Und Robert Habeck sagt diese Woche in einem Interview, diese Hoffnungslosigkeit bei jungen Menschen, die macht ihm große Sorgen, wenn junge Menschen nicht mehr Kinder bekommen wollen, weil sie so hoffnungslos sind. Andere nennen es wohlstandsverwöhnten Pessimismus. Warum sind Sie denn so hoffnungslos? Ich bin ehrlich gesagt gar nicht hoffnungslos. Ich kenne die Lösungen, ich weiß, was möglich ist, technologisch, ich weiß, was möglich ist an sozialem Wandel. Ich sehe gerade, dass unsere Gesellschaft einen rasend schnellen sozialen Wandel durchläuft. Ich sehe auch eine große Begeisterung in der Jugend, sonst wären gestern nicht 35.000, vor allem junge Menschen, bei Wind und Regen über schlammige Felder gelaufen. Ich bin nicht pessimistisch. Ja, die Klimawissenschaft sagt, wenn wir so weitermachen, Kollaps unserer Zivilisation bis Ende des Jahrhunderts. Und das heißt, ich habe in Syrien gelebt. Apodiktisch, so. Ich habe in Syrien gelebt vor dem Bürgerkrieg. In dieser Zeit erlebte Syrien die schlimmste Dürre seit 900 Jahren. Über 1 Million Menschen, vor allem in den landwirtschaftlich geprägten Bereichen, haben ihre Lebensgrundlagen verloren. Wissenschaftlerinnen sagen heute, auch diese Menschen, die in die Städte geflohen sind, haben zu dem Unmut hinzugebracht, der zum Bürgerkrieg geführt hat. Und das ist ja, also wenn wir von Zivilisationskollaps reden, reden wir nicht so von 1 und 0 und dann ist es vorbei, sondern wir reden von Hunger und Krankheiten und Tod. Das sagt die Klimawissenschaft. Und ich sage aber auch, es gibt auch sowas wie gesellschaftlichen Wandel, es gibt technologischen Wandel und der ist rasend gerade zu beobachten. Mhm. Und dafür trete ich ein. Ich bin gar nicht pessimistisch. Man sollte vielleicht auch sagen, es gibt nicht, glaube ich, die Klimawissenschaft. Es gibt auch in anderen Bereichen nicht die Wissenschaft, sondern es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen. Und es gibt Dinge, die gesichert sind. Und was sicher feststeht, ist, dass es eine Erderwärmung gibt, dass der Mensch einen starken Anteil daran hat. Wie groß der ist, glaube ich, da kann man schon wieder diskutieren darüber. Und dass es nicht nur menschengemacht ist, glaube ich, darüber könnte man auch diskutieren. Genauso wie meines Wissens auch außer Streit steht, dass es in der Menschheits- und Erdgeschichte immer wieder wärmere und kältere Phasen gegeben hat, dass es auch früher schon Gegenden gegeben hat, die nicht vergletschert waren, die später vergletschert waren. Und dass man vor dem Hintergrund von all dem nicht sozusagen einen Normal- oder Idealzustand definieren kann, wo man sagt, das ist für die und die Region zu der und der Jahreszeit die richtige Temperatur und diese Gegenden oder Gebiete müssen auf jeden Fall vergletschert sein und die nicht und so weiter. Das ändert sich ganz einfach. Ja. Und wenn man das ein bisschen in diesem größeren Zusammenhang sieht, glaube ich, dann kann man sagen, es spricht alles dafür zu schauen, dass wir die CO2-Emissionen runterkriegen, weil es ist ja an sich ein sinnvolles Anliegen. Aber es gibt, glaube ich, wirklich keinen Grund zu Klimapanik, sondern es gibt einen guten Grund, dass es auch diesmal so sein wird, wie immer in der Menschheitsgeschichte, dass uns Innovation, Zukunftszuversicht, sage ich einmal, Technologie weitergebracht haben und die Probleme gelöst haben. Und aufs Ganze nehmt alles nur in allem sozusagen, ist die Menschheitsgeschichte eine Riesenerfolgsgeschichte. Ja? Und ich habe überhaupt keinen Grund anzunehmen, warum das nicht auch diesmal gelingen sollte. Die Frage ist halt auch, was diese Hochkulturen, die untergegangen sind, wissen wir aus der Geschichte, aus diversen Gründen. Aber die Frage ist doch auch, Frau Hittmeier, was macht dieses ständige Alarmschlagen mit den Menschen, die ja wissen, dass der Klimawandel ein Problem ist, dass wir was tun müssen. Aber wenn wir ständig Horrorszenarien zeichnen, dann stumpfen die Menschen ab. Und viele sagen, naja, wenn eh alles verloren ist, dann lasse ich es mir gut gehen. Also bewirken wir damit nicht das Gegenteil. Ich verstehe das Argument. Ja. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, wenn man ständig nur mit Negativmeldungen vollgeballert wird. Irgendwann steht es einem bis hier und man schaltet einfach ab. Ja, das verstehe ich. Was aber, glaube ich, schon wichtig ist, es geht da immer um Klima-Alarmismus, Klimapanik nennen sie es. Die Wissenschaft rechnet natürlich auch in Szenarien. Wenn sie in die Zukunft blicken will, dann hat sie keine andere Chance. Sie muss Modellrechnungen anstellen. Da rechnet man ein Best-Case-Szenario, ein Worst-Case-Szenario und noch was dazwischen. Wenn ich jetzt natürlich ein Worst-Case-Szenario habe, dann muss ich natürlich auch schauen, was mache ich damit? Ich kann mich nicht zurücklehnen und hoffen,
bitte, es trifft hoffentlich nicht ein, das ist ein bisschen zu wenig, sondern ich muss schauen, wie kann ich gegensteuern und wie kann ich mich darauf vorbereiten, falls es tatsächlich eintrifft. Das ist ja nichts, ist ja keine Hexenwissenschaft, das macht ja jeder, jedes Unternehmen, jeder Großkonzern in seinem Risikomanagement, in seinem Controlling, rechnet regelmäßig seine Worst-Case-Szenarien durch, um adäquat reagieren zu können, wenn das auftritt. Also ich finde das jetzt nicht verwerflich, dass man auch diesen Aspekt immer im Auge behält. Und ich, aber ich gebe Ihnen recht, Entschuldigung, das ist, glaube ich, auch, wo wir uns beim Journalismus ein bisschen an der Nase nehmen müssen. Wir haben das so indoktriniert, nur Bad News sind Good News. Es gibt natürlich auch eine Gegenbewegung und eine Tendenz, die ich auch sehr befürworte, dass man auch sagt, konstruktiver Journalismus, dass man sagt, diese Lösungen haben wir, so können wir es angehen und auch ein Hoffnungsbild bietet. Ich habe ja jahrelang für den Spiegel gearbeitet. Und der Spiegel hat bekanntlich eins der strengsten Fact-Checking. Die Dokumentationsabteilung ist sehr, sehr strikt. Was Sie eben gesagt haben über die Klimakrise, wäre da nicht durchgekommen. Sie haben gerade Worst-Case-Szenarien angesprochen. Der Weltklimarat rechnet solche durch. Es gibt einen Pfad, der nennt sich RCP 8.5. Der wurde immer so als der Doomsday-Pfad angenommen. Das würde niemals erreicht werden. So schlimm wird es nicht werden. Wenn man sich über die letzten 20 Jahre anguckt, diesen Pfad, und das abgleicht damit, wo wir uns gerade klimatisch bewegen, an Erhitzung, dann schlagen wir dieses. Mhm. Wir sind die ganze Zeit schlimmer als das schlimmst angenommene Szenario. Das heißt, die Klimawissenschaft, und das ist der Weltklimarat, das sind 3.500 Wissenschaftlerinnen, die alles gegenchecken. Das ist einfach faktisch gesichert. Tatsächlich ist es so, dass sich immer mehr Wissenschaftler auf die Seite der Aktivisten schlagen. Das haben wir jetzt gerade diese Woche auch in Wien erlebt. Die sind gemeinsam mit den Aktivisten auf die Straße gegangen. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Immer aufsehenerregendere Aktionen der Klimaaktivisten halten die Menschen in Österreich und Deutschland in Atem. Diese Woche klebten sie sich an wichtigen Wiener Knotenpunkten auf die Straße und blockierten den Verkehr. In Nordrhein-Westfalen besetzten sie das kleine Dorf Lützerath. Immer mehr Menschen reagieren darauf mit Unmut. Viele Wissenschaftler hingegen stärken den Aktivisten den Rücken. Unverantwortlich ist es also nicht, Straßen zu blockieren, sondern ein Klimaschutzgesetz 2 Jahre lang zu blockieren, ohne Ende in Sicht. Wir müssen den Klimawandel ernst nehmen, wir müssen viel entschiedener handeln. Die Klimaaktivisten berufen sich gerne auf die Wissenschaft und wollen ihre Forderungen damit als alternativlos untermauern. Dabei gibt es auch Wissenschaftler mit abweichenden Meinungen. Jochem Marotzke, einer der Leitautoren des Berichts des Weltklimarats IPCC etwa. Er warnt vor zu viel Alarmismus und kritisiert. Viele wissenschaftlich fundierte Zweifel an Horrorszenarien würden immer wieder ignoriert. Das ist nicht besser als das, was die Klimawandelleugner machen, nämlich Argumente einfach auszublenden. Herr Thielen, Sie haben gerade vorhin den Weltklimarat zitiert. Jochen Marotzke ist einer der Leitautoren des Berichts. Warum vertrauen Sie nicht auch auf seine Expertise? Warum wird die ignoriert? Ich kenne Herrn Marotzke nicht, aber ich weiß, ich kenne die Studien, die der Weltklimarat anfertigt. Wie gesagt, das sind 3.500 Wissenschaftler, die diese Berichte anfertigen. Die sind gefact-checkt, die sind peer-reviewed. Und da ist jetzt ein Kollege, der was anderes sagt. Auch im Journalismus nennen wir das False Balance. Da sind dann 3.500 Kolleginnen, die eine Sache sagen, Wissenschaftler. Und da wird ein Kollege zitiert, der was anderes sagt. Und auf einmal wirkt es so, als gäbe es da verschiedene Seiten, verschiedene Meinungen. Dabei ist das genau das etwas, was fossile Konzerne über Jahrzehnte jetzt gemacht haben. Der Konzern British Petrol wusste schon 1981 in internen Studien, haben die sehr genau vorausgesagt, was heute passieren wird mit der Klimakrise. Sie sagten, Zitat, das Verbrennen fossiler Brennstoffe wird katastrophale Auswirkungen haben. Heute sehen wir diese katastrophalen Auswirkungen. Die haben diese Studien damals verschwinden lassen und sehr viel Geld in Lobbyismus investiert, um ihre Profite zu sichern. Und dafür wurden dann auch immer wieder Wissenschaftlerinnen beauftragt, gefälschte Studien anzufertigen. Und das ist ähnlich wie beim Rauchen. Jahrzehntelang war ja unklar, ob jetzt Rauchen wirklich krebserregend ist. Obwohl die Studienlage klar war, war auch in Zeitungen, wurde immer wieder gesagt, könnte sein, könnte nicht sein. Viele, viele, viele Menschen sind wegen Rauchen an Krebs gestorben. Und heute sehen wir das wieder in der Klimakrise.
Die Klimakrise ist akut da. Jetzt gerade ganz aktuell, Herr Dillen, seit der Corona-Pandemie, dass es nicht die Wissenschaft gibt, dass Wissenschaft von Widerspruch lebt, dass Wissenschaft sich ständig weiterentwickelt, auch von Falsifizierung lebt. Ja? Und ein bisschen hat man schon den Eindruck, es ist wie ein Déjà-vu, wie bei Corona, wird hier nur einer Seite zugehört. Absolut. Ich darf auch was zum, oder ich zum Herrn Marotz. Ja, aber genau das, dieses Déjà-vu habe ich gerade. Es ist genau wie in der Pandemie. Es wird behauptet, dass es angeblich die Wissenschaft gäbe, die etwas sage. Und dann wird möglichst apokalyptisch, möglichst panisch, werden Szenarien beschrieben, um dann einen Boden dafür zu bereiten, möglichst weitreichende Grundrechtseinschränkungen, sowas in der Pandemie durchzudrücken. Und ich bin der festen Überzeugung, es wird auch hier letztlich um Grundrechtseinschränkungen gehen. Denn wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen mehr Effizienz ist prima, bin ich sofort dabei. Aber tun wir doch nicht so, dass wir, wenn wir technische Lösungen nicht wollen, keine Kernenergie, kein CCS, dann wird es darauf hinauslaufen, dass wir die Grundrechte massiv einschränken müssen. Dann wird es um die Frage gehen, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir wohnen, wie wir uns fortbewegen, was wir essen. Ich glaube, das sind die Ansätze der CDU. Ja, die CDU hat immer lassen Sie mich schon mal meinen Punkt machen. Da wird es dann mit massiven Verboten, wird es laufen, und das jetzt schon zum Beispiel der Vorschlag diskutiert wird, ein persönliches CO2-Budget pro Person zuzuteilen und zu sagen, wer darüber hinausgeht, der darf halt nicht mehr reisen, der darf halt nicht mehr Auto fahren. Hier geht es um massive Grundrechtseinschränkungen. Ich glaube, das wird ähnlich wie in der Pandemie laufen hier ähnliche Mechanismen. Kann man mit Frau Herrmann alles nachlesen im Prinzip. Sie sagt das auch ganz offen, dass das in diese Richtung gehen muss. Noch einmal, wenn es um alles geht, ist alles erlaubt, und wenn die Demokratie nicht damit kompatibel ist mit dem als höher erkannten Ziel, dann hat auf gut wienerisch gesagt, die Demokratie hat Pech gehabt. Mein Ansatz wäre ein anderer. Aber nochmal zu Corona und der Wissenschaft. Das war eine dynamische Lage, es war ein unbekanntes Virus. Da wurde day-to-day, musste daran geforscht werden. Die Klimawissenschaft. 2,5 Jahre lang. Ja, aber Klimawandel ist auch dynamisch alt. Und etwas, Jahrzehnte was uns in Jahrzehnten betreffen wird. Ja, aber da wird seit Jahrzehnten geforscht. Ja. Das ist ja eine viel gesicherte wissenschaftliche Basis. Aber das ist jetzt die Mehrheit, das Worst-Case-Szenario für das halt, auf das es hinausläuft. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es gibt den RCP 8.5, ja. Das ist das schlimmstmögliche Szenario. Genau. Und die Daten, wenn wir jetzt rückblickend sehen, sind schlimmer als das, was angenommen wurde. Also wir schlagen dieses schlimmste Szenario. Und nochmal zu den Grundrechte-Einschränkungen. Ich denke nicht, dass... Und ja. Ich weiß nicht, ob Sie Fleisch essen. Ich bin lange nicht mehr in Wien gewesen. Wir können nachher gerne in ein gutes Wiener Schnitzel-Wirtshaus gehen. Ich würde mich total freuen. Ich esse gerne mal Fleisch. Ich fahre auch gerne in Urlaub. Ich glaube, was viel interessanter ist, sind solche Sachen wie das oberste 1%. Die Leute, die mit Privatjets durch die Gegend fliegen. Die Leute, die einen sehr großen CO2-Fußabdruck haben. Das reichste 1% emittiert 15% aller CO2-Emissionen. Die Yacht von Roman Abramowitsch produziert in einem Jahr so viel CO2 wie ich in 52.000 Jahren. Das sind doch Emissionen, da kann man relativ leicht drangehen. Und da braucht es nicht große... Naja, die haben Grundrechte, die reichsten. Aber Grundrecht auf was? Also in Deutschland gibt es auch im Grundgesetz... Handlungsfreiheit. Im Grundgesetz. Auf Umweltzerstörung. Naja, aber es geht ja erstmal um Eigentum, ne? Ja. Genau, aber da kann man ja besteuern, ist ja nicht, oder? Dann werden sie aber ganz schnell, ich glaube auch, erstmal wird es dahin laufen, das ganz teuer zu machen. Dann wird aber schnell die Debatte kommen, es kann noch nicht sein, dass die Reichen es sich weiter leisten können und die Armen nicht. Und deswegen, das prognostiziere, ist toll, das nennt sich Gerechtigkeit, das prognostiziere ich Ihnen, ja, das finde ich nämlich auch berechtigt, diesen Punkt. Das prognostiziere ich Ihnen, und deswegen wird man dahin kommen, dass man sagt, okay, Geld darf keine Rolle spielen, wir teilen einfach feste Budgets zu und wir machen feste Grenzen, wie gesagt, wie man wohnt, was man isst, wie man sich fortbewegt. Das ist meine Sorge, dass wir ähnlich wie in der Pandemie, dass wir massive Grundrechtseinschränkungen brauchen werden, wenn wir wirklich keine Breakthrough-Technologie haben. Und da würde ich den Vorwurf formulieren, die wird nicht gewollt, verhindert, ad 1. Und wenn wir ad 2 daran festhalten, dass die nationalen Klimaschutzziele auch wirklich national erbracht werden müssen. Ich glaube, wir müssen hin zu einem weltweiten Emissionshandel über alle Sparten. Es ist dem Klima nämlich ziemlich schnuppe, ob wir das CO2 in Deutschland oder anderswo auf der Welt einsparen. Und da wieder, also es gibt es sehr leicht, Emissionen in Deutschland einzusparen, nämlich da, wo sie entstehen. Und das sind vor allem die Luxusemissionen.
Ziel zu kürzen wäre, glaube ich, erstmal kein Problem. Und natürlich brauchen wir mehr Technologien, aber diese individuellen CO2-Budgets habe ich noch nie gehört. Das klingt auch wie ein bisschen... Schellenhuber, ist doch gerade jetzt. Aber wie soll man das denn zum Beispiel... 3 Tonnen pro Person will er festlegen. Ja, das ist das, was das Klima ertragen würde, aber das lässt sich ja gar nicht nachvollziehen. Ja, aber das ist ein Vorschlag, der ernsthaft diskutiert wird. Und das zeigt meines Erachtens, wo es hingeht. Mhm. Ja. Herr Thelen, Sie waren bis vor kurzem Journalist. Ich möchte gerne zum Ende der Sendung dann noch kurz darauf zu sprechen kommen. Und es läuft ein bisschen die Zeit davon. Und Sie waren beim Spiegel, Sie waren bei der Zeit, zwei renommierte Zeitungen, und haben dann Ihren Job erst Anfang Jänner an den Nagel gehängt. Sie sagen selbst, Sie wollten nicht mehr nur über den Klimawandel schreiben. Warum trauen Sie denn den beiden Zeitungen nicht zu, journalistisch sauber über den Klimawandel zu berichten? Sauber, ja. Also wahnsinnig tolle Magazine. Die Zeit, der Spiegel machen ganz, ganz tolle Arbeit. Vor allem in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte. Hat man immer wieder gesehen, wenn ein Politiker oder ein Konzern gegen in diesen Bereichen sich fehlverhält, dann kommt der Spiegel, dann kommt die Zeit und zeigt die rote Karte. Und ich habe auch das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland mitgegründet. Und eine unserer Forderungen war immer, genau wie Demokratie und Menschenrechte nicht Themen sind, sondern eigentlich eine Dimension jedes Thema. Und da auch wieder der Fußball. Nehmen Sie Katar. Natürlich haben wir über Menschenrechte berichtet, über die Demokratiedefizite in diesen Ländern. Und genauso müsste eigentlich auch mit dem Klima verfahren werden. Bei jedem Thema, das wir uns angucken, sei es auch die WM in Katar, müssten wir auch gucken, so hey, was bedeutet das für unser Weltklima? Weil letztlich ist das Weltklima genauso. Ein stabiles Klima ist ja laut Bundesverfassungsgericht in Deutschland genauso ein Grundrecht wie Demokratie und Menschenrechte. Und das war einfach mein Gefühl, dass das nicht genügend gemacht wird. Aber ist es die Aufgabe von Journalismus, den Kampf um die Weltrettung anzuführen? Wir sind die vierte Gewalt. Der Journalismus kontrolliert Exekutive, Judikative und Legislative, verteidigt das Grundgesetz. Und wenn das Grundgesetz oder wenn diese drei Körper, diese rechtlichen Körper, sich nicht entsprechend des Grundgesetzes verhalten, ja klar, dann kritisieren wir. Das macht die Presse doch immer. Wir kritisieren Politiker, wenn sie sich nicht richtig verhalten. Und das hat nichts mit Menschen, nichts mit Weltretten zu tun. Aber ja, mit einem Schutz der Demokratie. Und aber da gibt es einen viel zitierten Leitsatz von Hans-Joachim Friedrichs, der lautet, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Was halten Sie davon? Spannendes Zitat, hat auch eine spannende, bewegte Historie. Und meine kurze Antwort wäre, da Bernd Ulrich, den Mitchefredakteur der Zeit zu zitieren, der immer sagt, was in Deutschland zumindest passiert, und ich schätze, es ist in Österreich ähnlich, ist begleitender Journalismus. Politiker machen Agenda-Setting, die setzen als sie setzen bestimmte Themen als wichtig, und die Journalisten trippeln so ein bisschen nebenher, kritisieren mal, schreiben drüber, aber sie machen nicht ihren eigentlichen Job. Und ihr eigentlicher Job, zumindest in der Klimakrise, wäre sich nicht daran zu orientieren, was Politiker sagen, sondern sich auf die Faktenbasis zu stellen und von dort aus eine Kritik zu üben und von dort aus einzuordnen. Und deswegen machen sich ja ganz viele Journalistinnen ständig gemein mit einer Sache, nämlich mit dem, was die Politik da vorgibt. Also dann waren Sie eigentlich nur konsequent, weil Sie Ihren Beruf an den Nagel gehängt haben und in den Aktivismus gegangen sind. Wie schwierig ist das, Herr Mittlener, wenn sich Journalisten mit einer Sache gemein machen, auch wenn es eine gute ist, auch wenn es um die Rettung des Planeten geht? Ja, also wenn Sie das Zitat nicht gebracht hätten, dann hätte ich es jetzt gebracht. Ich finde nämlich, dass das tatsächlich ein guter Leitsatz ist. Und ich sehe schon das Problem, dass der Journalismus in Österreich, auch glaube ich in Deutschland, über weite Strecken eigentlich ohne dies eine Art Aktivismus ist, an der Spitze der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, in Österreich jedenfalls und in Deutschland auch, wo genau das passiert. Man macht sich mit einer, sei es gut oder jedenfalls für gut befundenen Sache gemein, das geht natürlich weit über den Klimawandel hinaus. Es gibt schon so etwas wie einen medialen Mainstream sozusagen, der eine ganz eindeutige, sage ich einmal, linksliberale Schlagseite hat. Und das steht in krassem Widerspruch zu dem, was zu den sozusagen Mehrheitsverhältnissen in der Gesamtbevölkerung, was wiederum dazu führt, dass es eine dramatische Entfremdung gibt zwischen klassischen Medien und eben den Menschen der Bevölkerung.
die auch damit zu tun hat, natürlich nicht nur, es hat mit Digitalisierung und solchen Dingen auch zu tun, ein anderes Nutzerverhalten, aber es, das gibt es ganz stark und das ist sozusagen ein hausgemachtes Problem. Und man merkt ja auch, dass man sozusagen, dass alles, was versucht, diesen Mainstream irgendwie ein bisschen quer zu bürsten, von den Lesern, Sehern, Hörern, Usern, meistens sehr, sehr dankbar aufgegriffen wird, ja. Friedmeier, Sie sagen ganz klar, ein verantwortungsvoller Journalist, der muss sich mit der guten Sache, mit dem Klimaschutz gemein machen. Wie verträgt sich das mit dem, was Herr Mittlener gerade gesagt hat? Wie verträgt sich das mit dem Gebot der kritischen journalistischen Distanz? Wir haben das Friedrichs-Zitat gehört, das eine interessante Genese hat und oft sehr missverstanden wird. Hajo Friedrichs war ja auch einer, der ständig kommentiert hat und eingeordnet hat. Das ist ja auch der grundeigenste Job des Journalismus, den Mächtigen auf die Finger schauen und zu sagen, da, das geht so nicht. Ich plädiere dafür und ich mache mich auch mit einer Sache gemein, eigentlich mit drei. Das eine sind die Menschenrechte, das andere sind die Grundwerte unserer Demokratie und das dritte sind die Klimaziele, also die Ziele des Klimaschutzes. Und ich glaube, das ist auch die Verpflichtung für alle Journalisten, auf diese Dinge zu achten, immer weiter für sie zu kämpfen, weil das sind die Grundlagen unserer Zivilisation, unserer liberalen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und man, es wird dann immer irgendwie so despektierlich Haltungsjournalismus vorgeworfen. Ich finde es ja interessant, dass das jetzt anscheinend ein Schimpfwort ist, Haltung zu haben. Haltung zu haben, Haltung einzunehmen, das ist doch eigentlich eine Tugend. Das glaube ich auch in den konservativen Kreisen immer so gesehen. Und das Gegenteil von Haltung wäre halt dann Rückgratlosigkeit und dann weiß ich eigentlich schon, wofür ich mich entscheiden würde. Ja, also gegen die drei Ziele habe ich überhaupt nichts. Das finde ich auch völlig legitim, wenn ein Journalist sagt, das sind die drei Ziele, für die ich stehe. Aber daraus folgt ja zum Beispiel keine konkrete Klimapolitik. Mit den Zielen können Sie zum Beispiel für oder gegen Kernenergie sein. Und das ist genau mein Vorwurf, dass eben ein Großteil der Berichterstattung auch in diesen konkreten politischen Werturteilen für oder gegen Kernenergie nehmen oder auch was bei den Corona-Maßnahmen angeht, müssen sie nun Schulen schließen oder nicht, dass auch da nicht nur im Kommentar eine klare Haltung durchschimmert, da ist es legitim, sondern dass das quasi auch der unausgesprochene Subtext von viel, viel Berichterstattung ist. Also nochmal. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.